Einen wunderschönen guten Morgen aus der Türkei, aus Kemer. Und ich möchte mal gleich nach dem ersten Tag ein kleines Statement geben. Ich hatte vorab schon ganz viele Videos gesehen, wo Urlauber berichtet haben, dass die Hotelanlagen teilweise leer waren und das zur Hauptsaison jetzt im Sommer 24. Und auch hier ist es so, dass dieses Hotel wirklich fast leer ist. Also man muss dazu sagen, wir reisen hier schon seit mehreren Jahren hin. Und es war immer sehr voll, gerade zur Hauptsaison in den Ferien. Ob es die Liegen sind am Pool, die immer besetzt waren, oder ob es an den Bars, wenn man sich was zu trinken geholt hat, man hat immer angestanden, oder beim Essen, wenn man dann eben sich einen Tisch suchen wollte, es war immer voll. Aber dieses Jahr ist es wirklich so, dass hier in unserer Hotelanlage in Kemer, das ist eine große Hotelanlage, verteilt sich auf zwei verschiedene Poolanlagen mit Bars etc., es ist wirklich leer. Wir finden immer einen Platz am Pool, was die Liegen angeht. Essen gar kein Problem. Du gehst ins Restaurant, du findest immer einen Tisch. Du musst nirgendwo anstehen, an keinen Bars. Und man sieht es auch an den Balkons. Die sind teilweise zu. Also es ist echt erschreckend. Wir sind jetzt hier in der Hauptsaison, wie gesagt, und es ist wirklich sehr leer. Ja, woran liegt das wohl? Vielleicht kann man sich das denken. Ich denke, das liegt an den gestiegenen Preisen. Unser Urlaub war jetzt auch nicht gerade billig, aber ja, ich denke, es werden definitiv die sehr gestiegenen Preise hier in der Türkei sein, die dazu führen, dass einfach die Hotels nicht mehr so voll sind, wie sie früher einmal waren. Ihr könnt ja mal von euren Erfahrungen berichten, wenn ihr gerade im Urlaub seid oder wenn ihr hier schon wart, ob ihr das genauso erlebt habt.